Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Schwimmende Müllhalde? Der hat doch keine Ahnung. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stünden die Rosmuffs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge, wegen Le Chasseur. Ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Leon, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik, auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbird, Woods Rogers und Caligo Jack Rackham. Caligo wer? Oh, lest ein Buch, bitte. Na, die könnt ihr natürlich alle im Black Flag kennenlernen in Assassin's Creed, wie schon gesagt. Und ich glaube, hier halten wir doch mal gerade, oder? Machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp. Hier gibt's immerhin was zu entdecken, so wie ich das sehe. Was ist das denn für eine Ortschaft? Ich würde sagen, wir gehen mal eine kleine Runde planschen, aber wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Denn wir können halt nicht ewig im Wasser bleiben. Unser Charakter kann erfrieren, wie wir schon fast kennengelernt haben. Also ewig kann man dieses Wasser nicht planschen, so wie bei Black Flag beispielsweise noch. Und jetzt wird's steil. Jetzt wird's höchste Eisenbahn, dass wir hier rauskommen aus der Suppe. Aber schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einer neuen Folge. Miramichi. Okay. 4 Truhen gibt's hier auch. Schöne Ortschaft. Scheinbar leben hier nur ein paar Fischer. Die Welt ist natürlich Open World, das bedeutet, wir können überall hinreisen, wo wir wollen. Und das ist ziemlich cool, weil so können wir zwischendurch auch mal ein bisschen entdecken. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut an diesen Seefahrts-Assassin's Creed, die halt ja die Schleichmissionen haben, die Kampfmissionen und obendrauf noch Seefahrtsmissionen. Und halt noch welche im echten Leben, in Anführungszeichen, was ja hier auch virtuell ist. Und das bietet meiner Meinung nach ziemlich viel Abwechslung. So, wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf die Karte. Da vorne wäre noch ein Aussichtspunkt, den wir nicht synchronisiert haben. Und wisst ihr was? Wir haben doch Zeit, da mache ich mich mal auf den Weg hin. Denn so schnell werden die Artefakte mit Sicherheit nicht weglaufen. Und da kreist ein Adler über dem Aussichtspunkt, den wir uns genehmigen wollen. Kommen wir da hoch irgendwie? Oh, das wird aber interessant. Da müssen wir wahrscheinlich wieder über die Bäume klettern. Hier. Ah, nicht den Kopf in den Baumstamm stecken, mein Freund. Hier gibt es auch noch irgendwie ein Shanty oder so. Wir müssen jetzt halt erstmal hier den Hügel hoch. Vielleicht hier rüber? Ach, guck mal einer an. Ein Fragment. Und hier ist noch ein weiteres Haus. Weil kann man richtig entdecken in dieser eisigen Landschaft. Da vorne war auch noch eine Truhe. Die scheint aber irgendwie eine Etage tiefer dann doch zu sein. Oh, da renne ich jetzt lieber nicht runter. Ich kümmere mich lieber jetzt erstmal um den Aussichtspunkt, nicht Außenposten, wollte ich schon sagen. Hier auch weitere Tiere, die wir auch jagen können, wie gesagt, die wir auch eigentlich jagen sollen. Weitere Gegenstände. Und wenn wir das mal mit Ruhe und Bedacht angehen, dann könnten wir die vielleicht sogar kriegen. Unsere Waffe hat natürlich nicht unbedingt die beste Reichweite. Und es tut mir leid. Uiuiui, der ist aber ganz schön rumgeschleudert worden. Aber wir brauchen diese Tiere für verschiedene Sachen. Das heißt, wir müssen auch jagen gehen. Verschiedene Utensilien für verschiedene Ausrüstungsgegenstände.
Rotwildhaut. Das ist natürlich die Frage, wofür wir Rotwildhaut brauchen. Das könnten wir jetzt theoretisch mal im Menü abchecken. Dann sehen wir ja hier die guten Anfertigungen. Dafür brauchen wir ein Hasenfell. Alles klar, Rotwildhaut scheint... Aha, dafür brauchen wir die zum Beispiel. Für Pistolenmunition brauchen wir beispielsweise Rotwildhaut, oder? Bestimmt noch für irgendwas anderes. Ja, hier. Für einen Schlaffall, Wirksamkeit 2. Können wir so unsere Sachen halt steigern, indem wir jagen und alle möglichen Sachen machen. Das machen wir aber nach und nach mit dem Spiel eh. So, oh, da wollte ich nicht vorbeihüppen. Da wollte ich den Aussichtspunkt hier ein bisschen abchecken. Und mal synchronisieren. Mit den Schwingen des Adlers. Und noch ein Fragment. Aber Vorsicht, ewig können wir nicht im Kühlen nass bleiben, wie gesagt. Und jetzt haben wir die ganze Insel auch entdeckt. Das ist nicht verkehrt. Jetzt einmal kurz auftauen. Und dann auf dem kürzesten Wege zurück zum Schiff. Wie der Charakter auch tropft komplett und so. Und das Schiff so in Bewegung ist, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Oh, 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 das tut doch weh. Ich hätte ein bisschen näher rangehen sollen mit dem Schiffchen. Aber das klappt doch irgendwie so. Denn wir wissen, alle Assassinen können gut klettern. Und die meisten Templer auch. Ah. Der Liam hat das Steuer übernommen. Weiter geht die Reise, Freunde. Er ist dabei vom Bord gefallen gerade eben. Habt ihr das gesehen? Fernrohr. Das Fernrohr ist ein wichtiges Hilfsmittel auf See. Okay, das kennen wir auch noch. Also ich kenne es zumindest. Ich weiß noch ungefähr, wie das funktioniert. Einmal hier. Kann nicht mehr weit sein, Captain. Und dann sehen wir, das ist ein Zivilistenschiff. Das wollen wir natürlich nicht angreifen. Wir kämpfen ja eigentlich für das Gute. Zumindest im Moment noch. Und ich denke, dieser Teil von Assassin's Creed wird für einige Überraschungen sorgen in Bezug darauf, wie man die Templer betrachtet. Und Vorsicht, ich müsste mal hier vorbei. Ich will jetzt nicht unbedingt wegdashen. Nee, ich mache jetzt ein gefährliches Parkmanöver sozusagen. Ja, das können die ab. So ein Babboyen können die schon ab. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Ein Schoner der Royal Navy ausfindig machen. Dort, Captain. Ein englisches Schiff. Mit vollen Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Mond behilflich sein. Lasst uns nicht übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr und seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Na, dann wollen wir mal. Dürften Sie lahmlegen. Metall und Holz. Sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Ich muss die Kammer plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Ein bisschen vor das Schiff, das ist ganz schön schnell unterwegs. Jetzt! Er hat gesessen. Und nochmal. Wir haben keine Chance. Der war auch nicht schlecht. Und ein letzter Treffer. Besiegelt das Schicksal. Ein manövrierungsfähiges Schiff. Die Info brauchen wir auch nicht, das können wir nicht jetzt entern. Na dann aber mal schnell, Freunde. Die brauchen wir aber lange, um die Enterhaken hier auszufahren. Dann bringt uns mal näher an das Schiff ran. Wir haben leider keine Kanonen hier, so wie ich das gerade sehe. Das kommt wahrscheinlich noch alles. Bin ich natürlich eigentlich gewöhnt. Und rüber da. Oh, knapp verfehlt. Macht aber nichts. Dafür arbeiten wir uns hier vor. Oh, der will uns doch nicht tatsächlich wieder ins Wasser werfen hier. Autsch. Das war aber nicht die feine Englische. Obwohl du doch Brite bist. Von der Royal Navy. Immer vorsichtig. So, den haben wir über Bord geworfen. Schade, wir haben ein bisschen viel Lebensenergie verloren. Sonst hätten wir noch das optionale Missionsziel geschafft. Aber unter diesen Umständen macht das gar nichts. Noch einen müssen wir erwischen. Dann haben wir es geschafft hier. Autsch. Ist ja eine Unverschämtheit. Ah, eines meiner Lieblingswörter im Kämpfen. Jetzt aber. Runter mit dir. Das war unser Sieg.
geplünderte Beute. Wir könnten jetzt die Morrigan reparieren oder das Feindschiff ausschlachten. Früher hat man die als Handelsschiff eingesetzt und wir haben 30 Metall bekommen, brennendes Öl, Besatzungsmitglieder und Holz. Wir schlachten das Schiff aus, weil wir müssen die Morrigan nicht reparieren. Unser Kahn scheint in Ordnung zu sein. Ja, und in Black Flag war das ja mit den Handelsschiffen. Jetzt haben sie es scheinbar mit dem Ausschlachten reduziert. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil das Handelssystem, weiß ich gar nicht, ob es das auch hier gibt, aber scheinbar nicht. Das Meer von hier bis Antikosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja, François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Ich schande, Shay. Sie entkamen einem Hafen los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Ja, und Haiti gibt es ja leider sehr viele Erdbeben. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Na, dann wollen wir mal andocken. Gemütlich machen wir das hier. Und das ist der nächste Ort. Das Schiff beim Hafenmeister ausrüsten. Jetzt können wir unser Schiff verbessern lernen. Das hat sich nicht. Da wird aber wieder heftigst gefeuert da drüben. Seht ihr das? Heieieiei. Oh, hier gibt es auch drei Truhen und viele Sachen. Also wir können hier unendlich viel entdecken. Es kann Ewigkeiten gehen. Und die Schnellreise wäre auch freigeschaltet. Na gut, dann wollen wir mal an Land gehen. Kanonen und Rumpf ausrüsten. Schiffsverbesserung. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir eigentlich schon haben. Deswegen reden wir mal mit ihm. 2537 Pfund. Na, das ist doch schon eine Ecke Kohle. So, wir können jetzt aber auch mal verkaufen erstmal. Verschiedene Fracht, wie beispielsweise den Tabak, den wir nicht unbedingt gebrauchen können. 45 Pfund, das hat jetzt nicht so gelohnt vor allem. Holz, Stoff und Stein sind Ressourcen, die wir für unser Schiff brauchen. Deswegen werde ich das jetzt nicht unbedingt verkaufen. Wir sollen jetzt den Rumpf panzern. Und obendrauf noch die Breitseitenkanonen uns organisieren. Was haben wir hier? Oh, der kostet 5000 und 80 Stein. Also Stein braucht man hier offensichtlich. Weiß ich nicht, Stein, ja gut, doch für Kanonen und so, die wurden ja teilweise aus, ja, die wurden aber größtenteils auch aus Metall gemacht. Warum braucht man genau Stein? Vielleicht hatten die so steinerne Kanonen teilweise auch, Ich weiß nicht. Kenne ich mich mit Kanonen nicht so aus, aber vielleicht einer von euch in den Kommentaren. Was gibt's denn überhaupt für Kanonen? Und was war die erste Kanone? Die Chinesen haben die doch, glaube ich, erfunden, also Schießpulver und damit, glaube ich, auch die Kanonen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auf jeden Fall unser schönes neues Schiff. Ah, gerne doch. Vielen Dank für die tolle Ware. Ich bin begeistert. So, und wenn wir gerade mal hier sind, können wir eigentlich auch mal nach da oben klettern und auch diese Insel wieder komplett entdecken. Die scheinen uns hier aber freundlich gesinnt zu sein, die Franzosen. Den wollte ich nicht anrempeln, das war ein Versehen. Es erinnert mich, wie gesagt, immer irgendwie an der letzte Mohikaner, alles. Klasse Film, kann ich auch wieder nur so oft betonen. Hat mir richtig gut gefallen. Und was mir ja auch wieder gefällt, ist der Soundtrack, der deutlich öfter mal zum Vorschein kommt. Und das finde ich auch ebenfalls ziemlich gut. Denn die Soundtracks von Assassin's Creed, die müssen sich nie scheuen. Die sind immer wieder cool. Und untermalen irgendwie so die Atmosphäre. Da freue ich mich immer. Weil das, man fühlt sich dann wirklich so ein bisschen wie 1752 im Jahr, wo wir jetzt hier spielen. Und macht eine Reise, auch wenn man gar keine macht und zu Hause sitzt, nur auf dem Monitor guckt. Ah, da muss ich gar nicht ganz nach oben. Hier vorne ist der Aussichtspunkt. Na, dann wollen wir mal. Da hinten die ganzen Eisblöcke. Ich glaube, alle können wir nicht umfahren von diesen Eisblöcken. Das dürfte dann irgendwann doch sehr schmerzhaft sein. Ich finde, die Abendsonne sieht immer besonders cool aus. Ab in den Schnee. Cool. So, eine Kiste haben wir mitgenommen. Da vorne gibt es auch noch eine Taverne. Das ist allerdings noch verschlossen. Da können wir wahrscheinlich eh noch nichts machen. Das kommt erst später alles.
Macht aber gar nichts, denn wir wollen unsere Reise sowieso fortsetzen. Zum Vor nach Anticosti. Ja. Da schmeckt's mir gar nicht. Das kostet mir auch viel zu viel. Oh Gott, fangen wieder die schlechten Witze an. So, lass mal lieber sein, Sarazar. Da unten ist noch unsere Kajüte, da können wir auch mal gerade einen Blick reinwerfen von mir aus. Obwohl, nee, da haben wir eh noch nicht so viel zu zeigen. Das können wir vor See halt theoretisch auch machen. Aber... Segeln wir weiter nach Anticosti, Captain. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Ja, wie gesagt, den Raum des Kapitäns zeige ich euch ein anderes Mal, wenn wir den auch benutzen sollten können. Da sind nämlich verschiedene Sachen drin, wie beispielsweise Monturen, Klamotten, also die wir uns anziehen können, oder verschiedene Schwerter, verschiedene Waffensets, die wir dann wählen können. Ja genau, das Berggut wollte ich haben. So, und jetzt geht's hier wieder ins Feindgebiet. Gewässer sind voller Feinde. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Sie glauben, die Fischerboote wären in ihrem Gewässer. Feindlinge müssen zahlen. Was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Na, dann wollen wir mal. An die Arbeit. Wunder gibt's immer wieder. Und vielleicht kriegen wir es ja sogar in weniger als 3 Minuten hin, diese 5 Schiffe zu eliminieren. Ja, das war nicht gut. Das war kein guter Treffer, aber der wird umso besser. Wir brauchen die Breitseite. Yeah! Und du kriegst auch noch einen drauf. Jetzt schnappen wir uns alle. Schön. Boah, das sieht super krass aus. Man sieht kaum was. Ihr seid alle noch dran, keine Sorge. Nein! Oh mein Gott, Riesenwelle. Das ist jetzt natürlich gar nicht so prickelnd. Das Schiff drehen. Boah! Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und hörtet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemacht. Na, wo er recht hat, hat er recht. Unser Shay. Ich habe mir jetzt das Treibgut da hinten nicht geholt, weil dann hätte ich komplett wieder umdrehen müssen. Wir müssen die Augen offen halten. Was war denn da? Oh, das ist eine Fregatte. Die ist ein bisschen zu stark. Ah, die brennt, die brennt. Die können wir uns holen. Die entern wir. Komm schon. Oh, da sind wir aufgeschlagen irgendwie, an einem Eisberg. Alter Schwede. Sorry. Ich habe es jetzt nicht geändert. Das wurde mir irgendwie nicht angezeigt. Da habe ich gedacht, okay, dann zerstören wir den Laden. Und das hat sich gelohnt. Komm schon, wir können hier einsacken. Ich habe ein bisschen was aufgenommen. Oder es wurde versenkt. Von dieser miesen Welle. Was auf jeden Fall anders ist, ist wirklich der Wind. Das ist schwerer geworden. Genau das will ich haben. Das andere Treibgut haben wir doch nicht bekommen, glaube ich, leider Gottes. Mann, wie wir dann den Eisberg da noch geschnallt sind, das war schon hart. Ja, das ist schon... Boah, jetzt kommt der ganze Schnee hier an Deck.
Ganz schön kalte Angelegenheit. Da ist vorne. Es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Na und das, liebe Freunde, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Von Let's Play Assassin's Creed. Kann nicht mehr weiter. Antikosti. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Wir sind auf Antikosti angekommen bei der Mission Dame, König, Ass, Spion. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir da für weitere Informationen über diese Artefakte in Erfahrung bringen werden. Das dürfte sehr interessant werden, das Ganze. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Schaut doch mal einfach wieder vorbei, wenn es wieder heißt Assassin's Creed. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.